Stopp, Ladies and Gentlemen, ganz kurz vorab, bevor das eigentliche Video losgeht, der erste Link in der Beschreibung führt zu meinem Zweitkanal. Da geht's rund um Musik, rund um Beats. Ich lade fast täglich Beats hoch. Wenn ihr Bock habt, checkt mir gerne ab und jetzt viel Spaß mit dem Video. Peace. Okay, Ladies and Gentlemen, Boys and Girls, was geht ab, wie geht's euch? Ich hoffe, euch geht's allen gut soweit. Ich hoffe, ihr habt das Wochenende bis dato wirklich gut überstanden. Ich wünsche euch natürlich einen wunderschönen Sonntag. Genießt ihn, habt Spaß und bleibt gesund. Und damit ganz herzlich willkommen zu Jamule Violett. Ich bin sehr gespannt, ich freue mich drauf. 2 Minuten 54, like, can, support, come on. Ihr wisst doch mittlerweile Bescheid, wie es läuft. Produziert ist das Ganze wieder mal vom Mixu McCloud Magic. Das Album gerne vorbestellen. Freunde, wenn euch das Video gefällt, aber nur wenn es euch gefällt, supportet mich auf jeden Fall, würde mich mega freuen. Wir starten direkt rein. So, Jamule Violett, ich bin sehr gespannt, ich freue mich drauf, wir schnacken gar nicht lang. 2,54, gib ihm. Hey, ja, fahren, Lamborghini weg, komm nie wieder back. Himmel Violett, wie die Kelly Blüten in meinem Blank, nimm mich wieder fest, und sie lieben es, ich glaub wir sind blessed. Oh, geile Synth-Melodie. Er kommt nice drauf. Aber dann ist auch die Frage, wann kommt Jamule mal nicht nice? Also ich müsste wirklich hart überlegen. Gut, auf dem letzten Album, ich bin euch ganz ehrlich, auf dem letzten Album waren vereinzelt Songs dabei, die mir überhaupt nicht gefallen haben. Einfach weil es halt für mich diesem Jamule-Soundbild nicht so krass entsprochen hat. Aber das ist auch ein großer Fehler meinerseits, weil ich habe immer so eine grobe Vorstellung schon, wie ein Jamule-Song sich anhören soll, was für Elemente drin sein sollen, wie sich es anhören soll. Und da drückt man den Künstler schon ungewollt in so eine Schublade. Wisst ihr, was ich meine? Hier, er kommt super nice auf diese Synth-Melodie. In den Jeans mach ich Musik, Michael Jackson. Sie ist verliebt und bereit für Action. In den Jeans mache ich Musik, Michael Jackson. Auch wie er das rappt. Guck mal, ich habe schon so oft drüber geredet, was der Typ alles kann und wie er das einsetzt und was für ein großer Künstler er ist. So, ich muss es nicht immer wiederholen. Synth-Melodie wird ein bisschen einfacher. Wir haben diese Haupt-Synth-Melodie rausgenommen. Wir haben nur noch diese hohen Noten drin. Finde ich eigentlich ganz nice, gerade für ein Part. Das ist super geil. Hennessy, ich bin mitten in der Session. In Berlin, doch bleibt der Junge aus dem Westen. Ja, siehst mich im Maybach mit zwei Weiber hin. Oh, geil. Wir fahren einfach weg, dahin, wo uns keiner findet. In der Gallery Depp versteck ich die Packs. Oh, geil, geflowt. Ba 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 ba. Ba-ba-ba-ba. Digga, das ist... Was soll ich noch sagen? Jetzt noch eine geile Hook, schön groß, ist wieder ein Jamule-Ding, was ich krass pumpen werde. So, wie gesagt, auf dem letzten Album waren ein paar Nummern dabei, die mir nicht so gut gefallen haben. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so war. Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Mein Lieblingssong, mein All-Time-Favorite ist immer noch Money Honey Drip von ihm. Money Honey Drip, Leben ist so süß wie Karamell. Pflanze Cannabis, ba-ba-ba. Money Honey Drip... All-time favorite von mir. Schreibt mir gerne mal euren Jamule Lieblingssong in die Kommentare. Wo uns keiner findet, in der Gallery Depp versteck ich die Packs. Lächeln ist frech, ich hab keine Zeit verschwendet. Sie will vorbei, komm, ich tu dir deine Scheibsong. Ich bin high vom guten, ja, du weißt schon. Ich übertreib schon, wieder tut mir leid, man. Wenn ich nicht heimkomm, dann ich fahren. Okay, ganz kurz, die Eishalle ist durchgehend drin. Ich glaube, die haben das komplett im Musikvideo da gedreht. Das ist eigentlich ganz nice so. Kurz zu den Drums. Wir haben diese Synth-Melodie, die halt immer abwechselt zwischen dieser sehr, sehr großen, also diese große Synth-Melodie und dann halt den Part, wo halt nur noch diese hohen Noten spielen. Was nice ist, weil du hast einen schönen Switch-Up zwischen Part und Hook. Drum-technisch harte 808. Geile Hi-Hats und diese kleine Rimshot, Rimsnare, je nachdem. So eine kleine Open-Head, super nice, nicht zu kompliziert, nicht zu einfach. Einfach, ja, Bro, es sind halt Mixu McCloud, was willst du noch erwarten? Denn ich fahr Lamborghini back, komm nie wieder back. Himmel violett, wie die Kelly Blüten in meinem. Oh, nice. Bin jetzt wieder fest und sie lieben es. Ich glaub, wir sind best, denn wir werden überall erkannt. Lamborghini back. Hook ist nice. Also, wie schon gesagt, wann hat Jamule mal so wirklich hart, wann ist man mit so großen Erwartungen ran, selbst wenn man mal mit sehr großen Erwartungen rangegangen ist, was man eigentlich immer tut bei ihm, weil er sich immer auf so einem hohen Level bewegt, musikalisch, enttäuscht er nie.
Generell nie. Ob es jetzt ein harter Track ist, den wir schon oft hatten, so, ob das jetzt ein eher vibiger Track ist, so. Immer krass. Also der Junge liefert seit NBA oder so, seit NBA liefert der durchgehend ab. Bringt Magic dabei, sie erkennen es gleich. Ja, die Tattoos an meinem Arm und die Air Force sind weiß. Ja, die Tattoos an meinem Arm und die Air Force Ones, ey, Bro. Also es gibt, glaub, keinen Schuh, der mehr. Weiß nicht. Air Force One, ein Air Force One ist ein Air Force One, Bro. Kennen es gleich, ja, die Tattoos an meinem Arm und die Air Force sind weiß. Ich hab Candice dabei, Sex, Drugs, Alkohol, American Pie. Du kennst die Details, Out of Space, California. Guck mal, er rappt es auch. Ba, 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 the American Pie. Auch wie er das rüberbringt, wie er das delivert, er hat so eine Stimme, die wird auch nicht langweilig. So auf Albumlänge wird das Ding auch nicht langweilig. Out of space, Calisthenics, was ich puffe, wieder spät unterwegs. Und sie sehen nur mein Schatten, muss gestehen, dass ich leb. Weil wir das alles nie hatten, Doppel-C. Das im Leben, wer hat gedacht, dass wir es schaffen? Sie will vorbei. Hey, auch dieses Hey, oder es ist immer diese Adlibs von, Bro. Guck mal, normalerweise würde ich so ein Ding auch gerne am Stück durchhören. Nur leider bin ich, manchmal bin ich so wirklich kurz davor zu sagen, hey, heute höre ich mir die Tracks einfach mal ohne Reaktion an, weil ich dann einfach wirklich den Song am Stück hören kann und mich wirklich komplett auf den Song einlassen kann. Dann wiederum denke ich mir so, boah, jetzt kommen dann morgen die ganzen Nachrichten, hey, wo bleibt der Song, wo bleibt die Reaktion zu dem Song, wo bleibt die Reaktion? Dann denke ich mir so, ah, okay, komm, setz dich lieber hin, mach eine Reaktion drauf, sag deine Meinung zum Song. Ist im Endeffekt auch immer besser, aber teilweise wünsche ich mir wirklich mal, das Ding am Stück hören zu können. Komm ins Studio, denn ich schreib Song. Ich bin high vom Guten, ja, du weißt schon. Ich übertreib schon wieder, tut mir leid, Mann. Wenn ich nicht heimkomm, denn ich fahr im Jetzt nochmal Hook. Bogini weg, komm nie wieder weg. Himmelviolett, wie die Kelly-Blüten in meinem Blatt. In jetzt wieder fest, und sie lieben mich. Ich glaub, wir sind blessed, denn wir werden überall erkannt. Ich glaub, wir sind blessed, denn wir werden überall erkannt. Auch, wow, es ist eine geile Hook. Auch wie schön der Beat da mitspielt in der Hook wieder so. Ich glaub, Mix und McCloud sind auch von Anfang an bei ihm dabei. Die haben dann auch mal ein Studio geholt und so weiter. Er hat auch mal ein kleines Interview gegeben, glaube ich, dazu. Mix und McCloud sind, glaube ich, von Day One an bei ihm dabei. Lamborghini back, komm nie wieder back. Himmelviolett, wie die Kelly-Blüten in meinem Blatt. Bin jetzt wieder fest und sie lieben mich. Ich glaub, wir sind blessed. Ist auch ein geiler Beat, ja. Ey, geiles Ding. Ohne Scheiß. Magic gerne vorbestellen. Das war Violett von Jamule. Ich küsse euer Herz. Schönen Sonntag. Peace.